Moin Moin und hallo, ein herzliches Willkommen auf der Tops TV. Heute möchte ich ein neues Unboxing euch zeigen, und zwar möchte ich die Hulk Büste auspacken. Und zwar ist es der Hulk aus Avengers Infinity War von wie heißt die Firma gleich noch? Weg mich. Da, Diamond Collection, so haben wir es. Im 1 zu 2 Scale. Und ja, packen wir es mal gemeinsam aus, würde ich sagen. Schauen wir uns aber erstmal die Verpackung an. An der Front haben wir einen kleinen Aufdruck von dem Hulk in goldener Schrift. Dann 1 zu 2 Scale Resinbast. Dann ist das hier die Legends Serie. Ja, ist sogar limitiert. Ich habe die Nummer 37 von 1000. Also noch eine recht frühe Nummer. Da ist es Diamond Selection Toys oder Diamond Select Toys. Designed by Joe Allard. Sculpt by Rocco Tata Meller. Okay. Oben haben wir noch ein Infinity War Aufdruck. Und dann packen wir sie mal aus. Sind ja schon gespannt. Oh! Ganz oben erwartet uns eine Limitierungskarte. Schön am Glänzen. Da steht sogar die Nummer drauf. 35 von 1000. Wer es designt hat. Ja. This is Authentic Diamond Select Toys. Rückseite nichts. Aber ansonsten eine schöne Karte. Legen wir zur Seite und dann holen wir das gute Stück mal raus. So, die kriegen wir am besten. Ich glaube, seitlich, ne? Da haben wir den Styroporkasten. Öffnen mal das gute Stück. Ich hatte den schon vorher geprüft, ob es heile ist. Und da haben wir die Büste. Einmal sind wir behutsam aus dem Sockel raus. Tüte abnehmen. Styroporflocken noch vernichten. Und dann stellen wir sie da hin. So, da ist der Gute. Auch noch recht groß, wie man sehen kann. Die Beleuchtung. Wir holen ihn mal ein bisschen ran. Dann können wir uns den mal angucken. Drehen ihn mal. So, unten haben wir auch noch eine Beschriftung. Marvel, manufactured by Diamond Select Toys, made in China, 35 von 1000. Das ist das gute Stück. Schon mal eine Lampe rüber. So, jetzt kann man ihn noch ein bisschen besser erkennen. So. Perfekt. Dann drehe ich ihn noch einmal. Und oh, die Haare sind auch schön stabil. So, ich denke das mal. Dann kann man den noch mal vernünftig anschauen. Styroporflocke. So. Das ist die Hulk-Statue von Diamond Select Toys im 1 zu 2 Scale von Infinity War. Hier nochmal die Hand. Als Vergleich ist schon ein Brocken. Okay, dann bedanke ich mich vielmals, dass ihr zugeschaut habt. Hoffe, es hat euch gefallen.
Wenn ja, abonniert meinen Kanal bitte, denn es werden noch weitere Folgen von Hot Toys und Sideshow folgen. Auch im Bereich 1 zu 6 vor allen Dingen. Und ja, verpasst meinen Kanal nicht. Abonnieren bitte, liken, kommentieren, nicht vergessen, Glocke an. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Bye bye und vielen, vielen Dank. Ciao.